Die Entstehung des Klimas ist sehr kompliziert und veränderlich. Welches sind die wichtigsten Faktoren? Die Ursachen für natürliche Klimaänderungen sind häufig kosmischer Natur. Die Erde bewegt sich in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne, sodass es dem Abstand entsprechend zu zyklischen Schwankungen des Erdklimas kommt. Warmzeiten und Kaltzeiten haben in den letzten Millionen Jahren periodisch gewechselt. Auch die Aktivität der Sonne kann über längere Zeiträume hinweg schwanken. Hinzu kommt die Neigung der Erdachse, die dazu führt, dass der taumelnde Planet in Zyklen von 41.000 Jahren unterschiedlich von der Sonne beschienen wird. Wenn wir uns die Sonne anschauen würden, dann ist die Sonneneinstrahlung auf die Erde in den letzten Jahren eher schwächer geworden. Das heißt, wenn wirklich die Sonne ausschlaggebend für den heutigen Klimawandel wäre, dann würden wir davon ausgehen, dass es hätte kälter werden müssen. Das ist aber nicht das, was wir beobachten. Es wird im Moment wärmer. Das heißt, die Sonne kann nicht der Hauptantriebsfaktor für den heutigen Klimawandel sein. Ein Teil des Sonnenlichts, gelb, wird direkt reflektiert, etwa von Eisflächen. Ein anderer Teil wird in unsichtbare Wärmestrahlung, hier rot, umgewandelt. Diese Strahlung kann die Atmosphäre nicht ungehindert wieder verlassen. Treibhausgase wie CO2 fangen sie ab und werfen sie teils zurück. So wird es wärmer auf der Erde. Mit einem Experiment macht der Atmosphärenphysiker Stefan Baumann den Treibhauseffekt von CO2 sichtbar. Mit dabei die Schülerin Svenja Kant. Die Sonne, im Modell eine Lampe, heizt die Erde auf. Wie das Land und die Ozeane absorbiert das schwarze Band die Strahlung und wandelt sie in Wärme um. Kurzer Hitzecheck. Das Thermometer zeigt 80 Grad an. Wärme, die wieder abgestrahlt und von einem speziellen Infrarotsensor gemessen wird. Das Gefäß dazwischen ist sozusagen die Atmosphäre der Erde. Jetzt können wir diese Strahlung unterbrechen, indem wir einfach ein Stück Papier zum Beispiel dazwischen halten. Die Wärmestrahlung wird durch das Papier blockiert und kommt nicht mehr am Messgerät an. Der Zeiger geht auf Null. Jetzt füllen wir einfach mal in diese Atmosphäre ein Treibhausgas ein, nämlich Kohlendioxid, über einen Schlauch aus der Flasche. Für alle Skeptiker, hier geht es um das Prinzip der Treibhauswirkung, nicht um die Simulation der realen Verhältnisse, die im Reagenzglas nicht möglich ist. Das Experiment zeigt, dass CO2 in der Atmosphäre fängt die Strahlung ab. Mit dem Supercomputer Mistral des Deutschen Klimarechenzentrums kann der Einfluss von Treibhausgasen auf die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur berechnet werden. Sein Programm sind Klimamodelle, die auf klaren physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruhen. Doch woher wissen die Forscher, dass die Ergebnisse, die weit in die Zukunft schauen, tatsächlich stimmen? Die blaue Kurve zeigt den Anstieg der Temperatur anhand von Messdaten. Lässt man im Klimamodell die industriellen CO2-Emissionen weg, dann stimmen die Werte, wie die gelbe Kurve zeigt, nicht mit den realen Temperaturen überein. Es wäre kühler auf der Erde. Wenn wir ein Klimamodell nehmen und dem Klimamodell verraten sozusagen, wie viel Kohlendioxid wir Menschen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ausgestoßen haben, dann ist dieses Klimamodell in der Lage, eine Temperaturentwicklung über die letzten 150 Jahre nachzubilden, die sehr, sehr gut zu den Beobachtungsdaten passt. Wenn wir aber diesen menschlichen Faktor, dieses menschengemachte Kohlendioxid, nicht berücksichtigen, das heißt, wir geben einen konstanten Kohlendioxidwert vor den Klimamodellen, dann gibt jedes Klimamodell der Welt eine Temperaturentwicklung heraus, die nicht mehr zu den Beobachtungsdaten passt, nicht mehr zur Realität passt. Und das ist für uns eines der Argumente dafür, eines der Indizien dafür, dass wirklich wir Menschen für den größten Teil der heutigen Klimaerwärmung verantwortlich sind. Nirgendwo anders auf der Welt schreitet die Erderwärmung so schnell wie in der Arktis voran. Eine Ursache ist die sogenannte Albedo-Rückkopplung. Von den weißen Eisflächen wird Sonnenlicht fast vollständig reflektiert. Anders als bei dunklem Meerwasser und Landflächen. Die schlucken die Strahlung und wandeln sie in Wärme um.
Ein sich selbst verstärkender Prozess, der die extreme Erwärmung der Arktis erklärt und langfristig auch den grönländischen Eisschild zum Schmelzen bringt. Noch nicht jedes Phänomen im Klimasystem können die Forscher komplett voraussagen. Vor allem die Wolken geben Rätsel auf. Insbesondere der Einfluss des Wassers ist schwer zu kalkulieren. Verdunstet es, wirken die Wassermoleküle ähnlich wie CO2 als Treibhausgas. Als Wolken andererseits reflektieren sie aber auch Licht wie ein weißes T-Shirt im Sommer. Dadurch kühlen sie die Erde. Die Erderwärmung heizt die Wolkenbildung an, wie eine Dampfmaschine, die immer schneller läuft. Übervolle Wolken können weit von ihrem Entstehungsort sintflutartig wieder abregnen. Von der Forschung her gesehen sind die Wolken die größte Schraube am Klimasystem und dabei eine der unbekanntesten Schrauben. Weil sie so hoch variabel sind, weil sie örtlich so unterschiedlich sind, weil sie in unterschiedlichen Höhen vorkommen, weil sie unterschiedliche Anzahl Mengen an Teilchen in sich tragen und vor allen Dingen, weil sie auch aus flüssigem und aus Wasser und aus festem Eis bestehen können. All diese Faktoren wirken zusammen und das macht es so schwierig, eine mathematische Beschreibung zu finden, mit deren Hilfe man Wolken sozusagen allgemein in einem Computermodell einbauen kann. Alles ist im Getriebe der Erde miteinander verzahnt. Bilden sich in der Atmosphäre mehr Wolken, beeinflusst das die Regenfälle und die Vegetation. Die Meeresspiegel steigen, wenn an den Polen das Eis schmilzt. Auch die Temperatur der Ozeane, die Ausdehnung von Wäldern, Vulkanausbrüche und der auftauende Permafrost sind ausschlaggebend für das Klima auf der Erde. Bereits kleine Veränderungen in diesem sensiblen System können unabsehbare Folgen haben.